Heute bauen wir mal einen Wickeltisch beziehungsweise einen Wickeltisch mit Ohmmessung und gleichzeitig als Tischverdampfer das Ganze nutzbar. So, und zwar ist dieses Gestell von einer ehemaligen Lampe, die man so als Blinklicht auch auf die Straße stellen kann. Die Lampe selber ist kaputt, aber das Stativ beziehungsweise den Fuß hatte ich noch irgendwie aus irgendeinem Grund aufgehoben gehabt. Jetzt ist mir da so eingefallen, da einfach mal ein Gewinde unten einzusetzen von einem Verdampfer. Ja, das ganze Gewinde muss natürlich da drin irgendwie auch befestigt werden. Ich habe das erstmal noch reingesteckt gehabt, um zu sehen, ob es überhaupt funktioniert, das Ganze. Und nachher dann halt eben auch im Nachhinein noch mit Kabeln versehen werden. Mal gucken, was das Gerät an sich hat. Hier 0,6 bis 0,8, das schwankt so ein bisschen an Eigenwiderstand. Jetzt haben wir einfach mal ein normales Kabel genommen. Jetzt hier ein 1,5 Quadratkabel genommen. In der Hoffnung, dass das halt eben möglichst wenig Eigenwiderstand hat. Jetzt alles abisoliert werden. Ist ein ehemaliges Kabel von irgendeinem Gerät, hat aber so einen englischen Stecker drauf. Ja, das Ganze jetzt einfach, wie gesagt, alles einmal zerlegen, auf Länge schneiden und dann dementsprechend auch die Kabelenden einfach isolieren bzw. abisolieren, so rum. Und das Ganze dann nachher im Nachhinein so ein bisschen verlöten, damit sich das nicht ständig aufwirbelt. So, nachdem wir jetzt das alles abisoliert haben, mal eine kurze Widerstandsmessung machen, ob das Ganze tatsächlich so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte, dass mit einem möglichst hohen Kabelquerschnitt ich möglichst wenig Widerstand habe. Das Ergebnis war recht positiv. Ich habe also 0,1 Ohm ungefähr habe ich mehr an Widerstand wie vorher. Das heißt, ich kann einfach im Prinzip ausgehen. Ich gehe von 0,6 Ohm Grundwiderstand vom Gerät einfach aus. Ja, die Enden werden natürlich jetzt noch schön verlötet, damit sie das Ganze nicht aufribbelt. So, das Ganze muss natürlich jetzt auch noch verlötet werden mit dem Anschluss und dann dementsprechend halt bei dem Anschluss ein bisschen vorsichtig mit dem Lötkolben, weil das ist halt alles nur so ganz ein dünnes Messing und wenn man da nicht aufpasst, dann schmilzt einem im Prinzip die Isolierung aus dem Mittelpol, also aus dem Pluspol, die schmilzt einem einfach gleich weg. Muss man halt so ein bisschen mit Vorsicht das Ganze genießen und ruhig auch das Ganze ein bisschen langsamer angehen lassen. So, nachdem das Ganze dann verlötet ist, aber mal schauen, ob der Mittelpol auch wirklich noch so sitzt, wie er sitzen sollte. Die Kabelenden natürlich auch wieder ein bisschen verlöten, um halt zu vermeiden, dass sich die Kabel da aufribbeln. So, nachdem das Ganze dann erledigt ist, schauen wir mal. Der hat hier einen Widerstand auf dem Warmo von 3 Ohm, absichtlich höher gewickelt. Und jetzt testen wir das Ganze halt einfach mal auf dem Gerät hier, wie das aussieht, bevor wir das halt eben alles festmachen. Falls wir noch irgendwelche Veränderungen durchführen müssen. So, und wir kommen hier jetzt auf einen Widerstand von ungefähr 3,7 bis 3,8 Ohm. Das heißt, wir haben 0,8 Ohm Widerstand im Prinzip jetzt zu dem direkten dazu bekommen, die man halt einfach abziehen muss. Ja, also das Ganze halt eben mit Sekundenkleber hier vernünftig verklebt und möglichst mittig in den ganzen Ständer eingesetzt, damit das Ding nicht schief sitzt.
Da ein bisschen Druck halt eben und dann nochmal so ein bisschen grob richten das Ganze und dann passt das schon. Damit das Ganze da wirklich gerade nachher drin sitzt. So, diesen ganzen Kabelsalat, den machen wir gleich nochmal ein bisschen zusammenkleben. Nochmal oben sicherheitshalber nochmal schnell nochmal so ein bisschen Kleber nochmal drumherum machen. Ein bisschen mehr kann nie schaden. Nur aufpassen dabei, dass halt eben nichts in das Gewinde kommt. Weil es dann nachher halt zu Problemen kommen könnte, dass man halt keinen Verdampfer mehr reinbekommt. Und das wollen wir ja nicht. Ja, so, nachdem das Ganze dann verklebt ist, schließen wir das Ganze nochmal an das Multimeter an, um zu sehen, ob das auch wirklich alles so stimmt und so passt alles. Den LSE gewickelt hier und wir haben jetzt hier einen Widerstand von 3,7 Ohm. 3,8. So ganz klein wenig, aber es ist normal ja. Und das Ganze halt einfach nochmal auf den Warmo gesteckt zur Kontrolle. Und hier sind wir genau bei 3 Ohm. Das heißt, wir haben nach wie vor diese 0,7 bis 0,8 Ohm Toleranz. Wobei ich sag mal 0,1 Ohm, denke ich mal, ja, da wollen wir uns jetzt mal nicht so drum anstellen. Und ich sag mal, eine Toleranz von 0,8 Ohm, wenn man es weiß, denke ich mal, ist nicht so ganz wirklich tragisch. Da kann man, denke ich, mitleben. Ja, jetzt dachte ich mir, gut, das Wickeltisch, das ist soweit in Ordnung. Die ganze Messerei, das ist auch soweit in Ordnung. Aber wir hatten es irgendwann mal auf einem Treffen gehabt, da hieß es ja Gamer und naja, wir müssen halt irgendwas mit der Dampfe, entweder sie fällt ständig um oder man kann beim Spielen halt nicht vernünftig dampfen. Da dachte ich mir, okay, jetzt habe ich einfach nochmal schnell zwei Kabel geschnitten und eben verlötet hier. Und das Ganze mit dem Gegenstück von einem Sockel im Prinzip so, dass ich ihn auf den Akkuträger schrauben kann. Nochmal verlötet. Habe natürlich hier dummerweise zwei gleiche Kabel genommen. Aber das ist nicht tragisch. Ich markiere hier einfach mit ein bisschen Edding und klebe dann halt, ich sag mal, Tesafilm einfach drumherum, dass das nicht abgeht. Ja, nachdem das Ganze dann im Prinzip verklebt ist, einfach an die Kabel des Ständers geschraubt. In diesem Fall habe ich das braune Kabel als Pluspol und das blaue als Minuspol. Ja, meinen Akkuträger genommen, das Ganze da aufgeschraubt und einfach mal die Basis von dem LSE drauf geschraubt zum Dryburn. Ich denke, man kann das ganz gut sehen, auch selbst das mit dem Dryburn klappt eigentlich wunderbar und somit kann man halt einfach jeglichen Verdampfer draufschrauben und das Ganze halt auch als Tischgerät, sag ich mal, nutzen. Auch hier habe ich einen Widerstand von 3,1 Ohm und über das Gerät hatte ich 3,9, also
unten wiederum diese 0,8 Ohm Widerstandstoleranz, mit der ich, denke ich mal, leben kann. Ja, jetzt kann man das wunderschön komplett ausbrennen, ohne sich dabei bewegen zu müssen. Ja, dann habe ich den Vivinova-Tank nochmal drauf geschraubt und das Ganze einfach mal mit dem Akkuträger zusammen getestet. Auch hier habe ich noch Widerstand von 3 Ohm. Ja, und das Ganze funktioniert wunderbar als Tischgerät. Man kann dampfen, ohne da großartig was in die Finger nehmen zu müssen. Ja, das Ganze vom Warmo halt einfach mal runtergenommen, auf den VVPCCP gesteckt. Hier haben wir den USB-Anschluss mit dem einstellbaren Voltzahl. Das Ganze einfach auf 4,8 Volt gleich eingestellt. Da bei 3 Ohm die Wicklung liegt, ist das nicht zu viel, das funktioniert eigentlich wunderbar. Ja, da das Gerät eckig ist, kann es natürlich auch nicht vom Tisch rollen. Und wir haben halt oben einfach den Taster, auf den ich was draufdrücken brauche. Und so kann ich das Gerät wunderbar als Tischgerät benutzen. Eventuell mit einem längeren Drip-Tip noch oben drauf, beziehungsweise einer Verlängerung des Mundstücks oben, braucht man sich dann nicht mal mehr zu bücken. Und man kann wunderbar während eines Spieles oder anderer jeglicher Arbeiten am Computer oder so, kann man halt eben wunderbar weiter dampfen. Ne? Ja, das soll es zu diesem Teil gewesen sein. Im Anschluss folgen jetzt noch 3 kleine kurze Bilder. Und ja, ich bedanke mich einfach mal schon mal hier im Vorfeld fürs Zusehen, fürs Einschalten, eventuell fürs Abonnieren, Kommentieren oder Weitererzählen. Ich wünsche euch einfach einen angenehmen Tag und ich denke, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß, ciao, ciao.